Der ESV Hünnebach ist die beste Heimmannschaft der Fulderer Gruppenliga. Keines der 8 Heimspiele vor eigenem Publikum haben die Eisenbahner verloren. Sage und schreibe 7-mal davon stand hinten die Null, was ein beeindruckendes Torverhältnis von 14:1 Treffern mit sich bringt. Ja, und diese Heimstärke ist die Grundlage dafür, dass die Hünnebacher die Aufstiegsplätze fest im Visier haben. Aber auch Gegner, SV Hofpieper, liegt nur 2 Punkte dahinter, hat sogar noch ein Spiel weniger absolviert, also ein echtes Verfolgerduell. Vor 3 Wochen traf man sich, da gewann Hünnebach in Hofpieper mit 2:1. Erste Szene im Spiel direkt vom Anstoß weg. Gleich kommt hier an den Ball erst mit der 14 Noah Gradl und über die 12 Fabio Ruppert kommt der Ball zu Alex Scholz und es steht nach 18 Sekunden 0:1, eines der schnellsten Tore in dieser Saison in der Gruppenliga. Welch ein Auftakt für den SV Hofpieper. Ja, Hünnebach tat sich schwer, die Fans hier, die jüngsten der Eisenbahner-Fans, noch außer Stimmung, aber auch sie sollten noch eine gute Phase ihres Teams bekommen. Nachdem erstmal Lukas Schwachheim verletzt vom Feld musste, Verdacht auf Bänderriss bei ihm, gute Besserung. Ja, hier ein Fehler von Luis Kallenbach und dann kann nur noch mit der 17 Hendrik Hirschfeld per Handspiel klären. Das gibt einen Freistoß und die gelbe Karte. Das wird gleich noch wichtig sein, aber erst einmal der Freistoß, getreten von Julian von Keitz und Kilian Krüger, der läuft in den Schuss und kann ihn so kurz vor der Linie noch abwehren. Ja, und die nächste Situation, die gehört wieder Hendrik Hirschfeld. Ihr wisst, der eben gerade Hand gespielt hat und dann hier diese Szene im Mittelfeld. Da drückt Schiedsrichter Tobias Lecke beide Augen zu und stellt ihn nicht vom Feld, lässt ihn drauf. Aber wieder, nur 2-3 Minuten später, diese Szene. Wieder ein hoher Ball, Achtung, und dann Hirschfeld gegen Alex Scholz. Ja, und jetzt dachte jeder, wird er rasiert? Nein, wird er nicht. Riesenglück für Hendrik Hirschfeld. Und sein Trainer Enis Artovic reagierte sofort, holte ihn vom Platz. Sonst ein ganz fairer Spieler, aber hier hatte er echt Dusel. Hofpieper mit einer Reifen, mit einer Klassenleistung. Hinten drin brannte überhaupt nichts an. Und wenn es gefährlich wurde, dann vor dem Tor von Hünnebach. So zumindest in der ersten Halbzeit. Alex Scholz wieder hier am Ball. Spielt den Ball raus auf Fabio Ruppert. Der setzt sich durch. Doppelpass mit Noah Gradl. Und dann kommt der Kapitän Manuel Schmidt und wirft sich in letzter Sekunde in den Ball. Pausenstand 1:0 für Hofpieper. Ja, und was eine tolle Szene auf dem Weg in die Kabine. Enis Artovic und Sebastian Vollmer. So wollen wir das sehen. Fair Play. Und wir haben noch 45 spannende Minuten vor uns. Oh, der kommt gut. Er nimmt ihn direkt und trifft. Zum wiederholten Mal nur die Latte. Ja, will den mal jemand auswechseln? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt doch noch Dirk Gutmann von Holzbau Gutmann. Über was reden die denn da? Und jetzt gehen die auch noch runter vom Platz. Top. Wenn du immer nur die Latte triffst, bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich noch heute und werde Teil des Gutmann-Teams. Ja, in Hünnebach hatte man die passenden Worte gefunden, Enis Artovic, denn sein ESV kam wie verwandelt aus der Kabine. Jetzt war es zunächst ein völlig anderes Spiel und die erste dicke Möglichkeit, hier der Ball von Marcel Katzmann auf Tom Lindemann und Stefan Hellweg im Hofpieperer Tor, da waren erst 3 Minuten nach der Pause gespielt, verhindert den schnellen Ausgleich für Hünnebach. Die waren jetzt wirklich am Drücker, es war die beste Phase der Gastgeber in diesem Spiel. Patrick Störl über links mit der Flanke abgewehrt und dann kommt Kilian Krüger aus der zweiten Reihe und wieder Stefan Hellweg zur Stelle. Ja, diese Phase musste man jetzt überstehen aus Hofpieperer Sicht. Hünnebach war dran, wollte merklich das 1:1. Wir sind in der 60. Spielminute, ein Freistoß für den SV Hofpieper, der bis dahin gar nicht mehr nach vorne kam in der zweiten Halbzeit, aber dann Tarik Faber mit dem Schuss, abgewehrt von Keeper Nils Katzmann und dann kommt Lukas Budenz. Ja, und wenn ein Tor zum genau richtigen Zeitpunkt gefallen ist, dann ist es dieses. Besser hätte es für Hofpieper nicht fallen können, mitten in die Drangphase von Hünnebach hinein, 2:0. Hünnebach gab sich noch nicht auf, aber Hofpieper, die standen wirklich so stark hinten drin, die ließen kaum etwas zu. Hier mal die Ausnahme, noch ein Schuss von Manuel Schmidt, aber das war dann schon das Gefährlichste nach dem zweiten Hofpieperer Tor, was auf den Kasten von Stefan Hellwig kam. Im Gegenteil, Hofpieper
bei den Kontern natürlich immer wieder gefährlich. Hier fangen sie gleich den Ball ab und dann geht's blitzschnell. So sah das heute hier aus. Über die rechte Seite der Ball gespielt und da kommt jetzt gleich Julian von Keitz an den Ball. Und was für ein Solo. Er läuft auf der rechten Seite auf und davon, aber im Abschluss knapp vorbei, die Chance zum 0:3 vertan. Und es gab noch eine dicke Möglichkeit für den SV Hofbieber, der das wirklich klasse machte hier. Nach einem langen Freistoß der Ball nach vorne. Wir sind so in der 75., 76. Minute. Wieder dieser Julian von Keitz und in der Mitte dann Fabio Ruppert. Macht den Ball nicht rein aus Nahdistanz. Und so blieb es ein bisschen spannend zumindest. Denn Hönebach versuchte nach wie vor alles, aber die bissen sich hier die Zähne aus an der Mannschaft von Hofbieber. Und dann dieser Fallrückzieher hier noch. Das wäre natürlich ein klasse Tor geworden von Marcel Katzmann. Aber das war's dann. Der SV Hofbieber gewinnt das Verfolgerduell in Hönebach und das absolut verdient nach einer ganz, ganz starken Leistung mit 2:0. Und damit bleibt der Aufsteiger ganz oben dran an der Tabellenspitze der Gruppenliga.